Ja, hallo. Ich muss verknutschen. Ja, grüß euch, wieder aus der Kletterhalle, immer noch leer. Ein Video haben wir nur für Trainingsgeräte und zwar werde ich euch jetzt zeigen, wie man einen Schlingentrainer aus sehr einfachen Mitteln selber baut. Ihr braucht dazu Kletterseilreste, idealerweise eine dünne Rebschnur, drei Karabiner insgesamt und eine Seilrolle. Wer keine Seilrolle daheim hat, kann sie ohne den bauen, beziehungsweise eine Mini-Traktion haben wahrscheinlich sehr viele Kletterer daheim, aber funktioniert auch anders. Gut, wir fangen an mit einem Kletterseil. Das sollte man so abschneiden, dass circa 2 Meter lang ist. Okay, und in der Mitte dieses Seiles lege ich oben meine Seilrolle oder in meinem Fall jetzt die Mini-Traktion ein und hänge da oben einen Karabiner hinein. Da geht es nur darum, dass das nachher beim Trainieren einfach ein bisschen instabiler ist und die Übungen dementsprechend schwieriger werden können. Wenn ich das nicht habe, kann ich es einfach in der Mitte verknoten, dann habe ich es fix und stabil. Aber ja, wir trainieren gerne mit instabilen Sachen, also ist das super, wenn ich da oben das so drinnen habe. Gut, erster Schritt. Zweiten Schritt, einfach an die Seilenden Knoten einer. Einmal. Zweimal. Gut. Und dann kommen die Rebschnüre. Rebschnüre für alle Nichtkletterer sind einfach ein bisschen dünnere Seilstücke. Und die verknote ich am Ende immer mit einem Sackstich. Das heißt, das ist eigentlich ein normaler Knoten in Nicht-Klettersprache. Einmal mit der zweiten Rebschnur machen wir das Gleiche. Nummer, das heißt, wir machen da einen Knoten herein. Das heißt, wir wollen eigentlich nur so Schlaufen oder so Schlingen. Gut. Die habe ich jetzt zweimal gemacht. Und die müssen wir jetzt an unserem Kletterseil befestigen. Jetzt nehmen wir da einmal ein Ende und machen jetzt den sogenannten Brusikknoten. Kurz erklärt, ich lege einfach das Seil rundherum um und fahre mit dem Knoten durch die Schlaufe durch. Einmal und fahre dann ein zweites Mal nur mehr mit dem Knoten durch die Schlaufe durch. Der Knoten hat jetzt den Vorteil, dass der an dem Seil hält, auf Belastung nach unten hält er. Man kann den aber in der Länge einfach ein bisschen variieren. Das heißt, für die unterschiedlichen Übungen bzw. für unterschiedliche Körpergrößen ist das wieder recht praktisch, wenn man das ein bisschen variieren kann. Das mache ich jetzt einmal auf dieser Seite und ein zweites Mal auf der anderen Seite. Wieder Knoten durch die Schlaufe durch und dann nur ein zweites Mal Knoten durch die Schlaufe durch. Okay. So. Jetzt habe ich da dann nur so eine kleine Schlaufe vor dem Knoten. Und da hängen wir jetzt einmal einen Karabiner einer. Und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Da auch nochmal einen Karabiner einer. Dann schaut das mal insgesamt so aus. Wir haben da unten in der Mitte die Mini-Traktion mit dem Karabiner. Und an jedem Ende mit einem Brusikknoten einen Karabiner einhängt. Und dann brauchen wir jetzt nur für die Hände zwei Schlaufen. Je nach Material, man kann es mit einem Kletterseil machen. Super war, wenn man irgendwie nur ein bisschen was Dickeres hat, damit es angenehmer zum Halten ist. Funktioniert aber mit so Kletterseilresten genauso. Ist einfach ein bisschen in den Fingern ein bisschen anstrengender, weil es nicht so angenehm zum Halten ist. Funktioniert aber genauso. Dann mache ich wieder genauso Rundschlaufen. Das heißt einfach einen Knoten einer, einmal und beim zweiten nochmal. Es ist, wirkt jetzt ein bisschen zeitaufwendig, aber wenn ihr das dann für daheim euch selber macht und da wochenlang damit trainiert, dann sind die paar Minuten eigentlich gar nicht so viel. Zwei Schlaufen,
Und die kommen jetzt in unsere Karabiner. Einmal einer. Und auf der zweiten Seite auch noch einer. Zack. Und natürlich schrauben wir die Karabiner zu. So, jetzt hängen wir das Ganze mal so her, dass man es ein bisschen besser sieht. Ich habe jetzt mein 2 Meter langes Kletterseil, habe auf beiden Seiten einen Bruseknoten angebracht, Karabiner und unten nochmal die Seilschlaufe. Und so kann ich das jetzt bei meiner Befestigung einhängen. In dem Fall haben wir da oben wieder die Expressschlingen, hänge das da rein und habe jetzt fertig meinen Schlingen drinnen. Ich habe mein Kletterseil unten mit meinem Bruseknoten zwei Schlaufen, wo zwei Karabiner drinnen sind, und unten die zwei Handschlaufen. Ich habe das Ganze jetzt schon mal ein bisschen auf meine Größe abgestimmt. Was ich jetzt dann mache, ich fahre mit meinen Händen da rein und kann dann anfangen, meine Übungen zu machen. Ja, ihr merkt, ich bin da vielleicht gar nicht so erfahren, was diese Übungen betrifft. Aber wer das ist die Claudia, die hat ein bisschen mehr Erfahrung. Unten in der Beschreibung findet ihr jetzt einen Link, wo die Claudia ein ganzes Workout mit dem Schlingentrainer zusammengestellt hat. Und ihr könnt es euch dann da anschauen und findet ein bisschen professionellere Anleitung zu den Videos. Es gibt weiters die Möglichkeit für alle Delta Sportpark Mitglieder, sie so einen Schlingentrainer, also jetzt nicht so einen, wie ich den gebaut habe, sondern einen TRX, also einen originalen, auszuborgen. Noch bevor, einfach kurzes E-Mail schreiben an office@deltasportpark.at. Und es gibt dann eine kontaktlose Übergabe, das heißt, das Gerät wird euch vor die Tür gelegt, wenn ihr sagt, ihr kommt. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, auch daheim professionell zu trainieren. Für alle anderen, viel Spaß beim Nachbauen und viel Spaß beim Trainieren. Dankeschön.